wieder ein Rollen und Rollen. Ich schaue mich schon wieder mehr um, wenn es jetzt so ist. Oh, schön, die Wand mal da rein. Fische hier vorbei schwimmen. Ach, das ist, als wenn ihr alles versagt. Wie schaltet ihr den Brunnen ein? Auf die Tür da oben. Noch nicht gesehen. Und es zieht mich hinaus. Ein bisschen kann ich steuern, aber muss kein Gas geben. Jetzt bin ich hier erzogen. Ah, in einem anderen Bereich des Schwimmbades. Ja, das ist auch mal ein Schwimmbad. Ich springe ins Wasser. Und lass hier die Fische fallen. Gold im Auto, okay. Dacosaurus. Nicht wirklich was mit Dinosauriern zu tun haben. Was ist hier? Bist du Ende oder Anfang? Anscheinend einer von dreien. Aber hier ist es nicht gesehen. Eigentlich wollte ich jetzt mal suchen. Wieder einfach mal rausspringen. Hier ist wieder so Meditations. Oh, Runde 1. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Ein Garten. Der ist nicht. Oh, so ein Garten. Der Gyrodus. Ein Geosaurus, der sich wohlfühlt anscheinend. Der gar nicht. Der auch nicht. Oh, der Elm Elasmosaur. Sehr schön übrigens. Langer Hals. Und dann so ein Menschenkörper. Sehr interessant. Genauso interessant wie der Anomalocaris. Von vorne mit seinem Haken. Und das hier ist ein. Ach, den hab ich schon. Elasmosaurus.
Genug meditiert, wir schon weiter. Und geben hier das Wasser frei. Es fließt einen längeren Weg, aber es fließt in diesen Brunnen. Woraufhin es noch nach rechts fahren, wenn alles fließt. Der Überfluss läuft daraus. Folge ich diesem Fluss. Hier müssen wir suchen. Nur eine Wand. Die Elmosauren. Und den ich reanimiere. Und darauf liegt wieder rum hier. Das ist schon. Da schwimme ich dann auch gleich direkt hin, ohne dass ich die Taste drücken muss. Und wir kommen an die Oberfläche. Schwimmen darüber. Dann kommen wir an Land und starten diesen Brunnen hier. Oder nutzen wir einfach nur das Kreuz. Ne, es ist ein Brunnen. Der, aus dem das Wasser hier schön fließt. Sind wir ganz weit unten. Hier waren wir aber schon, glaube ich. Das sieht so bekannt aus. Die Vögel fliegen hier friedlich rum. Es geht ganz weit. Hier ins Wasser. Und es ist wie ein Jackson. Also wieder eine Fische ins Meer nehmen. Okay.
er mal gebaut hat. Dann mit dieser wunderschönen Stadt. Oh Gott, ist das schön. Ich habe die Kontrolle über ihn verloren. Ne, jetzt habe ich ihn wieder. Es ist so merkwürdig aus dieser Position hier. Oh ja, kann man gerade wieder machen. Taucht den mal weg. Da ist irgendwas. Noch nicht. Eine große Tür. Die ich komme, weil ich anscheinend hier eins mache. Dann geht die Tür auf. Die Fische, die Ohren. Schauen wir mal. Ist das schön. Und ich schwimme jetzt wieder in diesen Vortex. Hier ist ein Vortex, das ist so wie einer. Ich bin gespannt, wie das nachher aussieht. Oder wie das jetzt ist, was jetzt passiert. Ah, ich bin wieder in dieser Unterwelt. Und schwimme jetzt auf die Mitte zu. Ich bin gespannt. Was passiert, wenn ich denen jetzt Energie gebe? Mein Freund der Hai ist wieder da. Ich kriege meine Rüstung, meinen Taucheranzug wieder komplett. Tauche da hängen. Das war mal ein Schuh. Ich bin im Turbo-Schwimmen. Gibt's ja auch wieder so ein bisschen. Das ist. Okay, das Spiel will anscheinend, dass ich hier nicht spiele. Dann schwimmt er mal durch die nächste Jetstream. Und
Dinger sind mir anscheinend egal. Sie erlöst sich viel. Dadurch wird dieses... Na, vergessen wir jetzt, was da. Und Jetstream. Und die Bäume unter Wasser, die schon da das Riff wieder das Wasser strahlt. Und er sagt, Kaffer. Ich will aber hier. Ich will mit meinem Fisch wollen nur eine Runde. Gibt das mal. Dann schauen wir mal, wie wir das wollen. Du hast dann eins zu uns. Nicht so gut.
Ja. Und alles gut. Das war Abzu von Giant Squid, und zwar Matt Navarrete, Creative Director, Ryan Balamut, der Lead Engineer, und es war ein wirklich schönes Spiel. Studio Manager Eric Ischemeier, das war einfach cool. Derek Hornisch hat die Grafik gemacht, Dimitri Frazzaro, Peter Angstadt und Cosmo Fumo hat das Gameplay designt. Ein wunderschönes Spiel, wenn ich das mal so sagen darf. Mein Controller macht das wirklich immer so. Bisschen was kann ich sogar noch machen. Ja, dann warte, ich habe noch ein bisschen in den Spannungen. Ein wunderschönes Spiel, wenn ich das mal so sagen darf. Schön entspannend. Atemberaubende Grafik. Wunderbare Tiermenschen. Schön gestaltet. Selbst im Abspann kann man noch ein bisschen rumschwimmen. Ja, es war jetzt nicht so actionreich oder sowas, wie man es. Wie sich das manche von allen Spielen wünschen. Aber es war besser als dieses Aquarium. Weil man halt mittendrin ist, statt nur dabei. Und die Musik war natürlich auch gradlos gut. Und das wäre ein Spiel ohne Musik. Dass man die großartigen Musiker, die dazu beigetragen haben, dass das Gesamtwerk vollendet ist. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, euch auch. Ihr könnt euch das gerne holen, das kostet nicht viel. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Und ihr hört gerade das letzte Logo. Giant Squid. Ich sage danke für dieses Spiel.